Ja, wir haben 0 Grad, Wolkenuntergrenze, 100 Meter Sichtweite, 1 Kilometer Schneefall. Ich würde sagen, ideale Bedingungen für den ersten Flug in 2023 und somit ein herzliches Willkommen hier aus dem Cockpit vom Seat noch. Ja, das erste Mal, dass wir jetzt zusammen an den Flugplatz Bad Waldsee fahren, zum Fliegen gehen. Ja, man kann sich es kaum vorstellen, hier liegt Schnee. Bad Waldsee ist schneefrei und auch das Wetter ist deutlich besser in Bad Waldsee als hier. Das heißt, wir nutzen jetzt die Gelegenheit, nicht nur das erste Mal in diesem Jahr zu fliegen, sondern eben auch das erste Mal in 9 Wochen fliegen zu gehen. Warum 9 Wochen Pause, erkläre ich euch später. So, dann erwecken wir sie mal aus dem Winterschlaf, das gute Stück mitten im Winter. So, dann ziehen wir die Kiste mal raus hier aus dem Hangar. Ja Leute, das Mützchen ist auf, es ist frisch, aber wir haben fast windstill. Die letzten Wochen waren eine Katastrophe vom Wind her, aber das ist nicht der Grund, warum ich jetzt 9 Wochen lang nicht geflogen bin. Und zwar ganz einfach, meine Rettung ist abgelaufen. Fallschirm und Rettung, die müssen ja bei bestimmten Intervallen müssen ja neu gepackt werden und inspiziert werden. Und meine ist abgelaufen, also sie ist komplett ab, konnte auch nicht mehr neu gepackt werden. Das heißt, ich hätte eine komplett neue Rettung gebraucht. Und jetzt ist es natürlich so, ganz schlau wie der Alex ist, hat er sich im November, als die Rettung abgelaufen ist, hat er sich darum gekümmert, dass er eine neue Rettung bekommt. Ja, bei BAS und bei Junkers angerufen. Jungs, ich brauche eine neue Rettung. Die werden fast vor Lachen vom Stuhl gekippt, weil Lieferzeit Ende März, April 2023. Und das war wohlgemerkt im November. Anfang November, ich glaube sogar Ende Oktober war das, wo ich nachgefragt habe. Also Lieferzeit ein halbes Jahr. Ja, scheiße. Ja, und bis jetzt habe ich im Grunde gesucht, gewartet, gehofft, dass sich eben jemand meldet und mir eben seine gebrauchte Rettung verkauft. Und so ist es auch gekommen. Weil viele Vereine, die rüsten ja jetzt um auf 600 Kilo und das sind ziemlich viele Rettungen, Rettungssysteme für 472,5 Kilo auf dem Markt. Und da habe ich zugeschlagen. Die, wo ich jetzt drin habe, die ist jetzt noch 8 Jahre oder was, ist die gültig. Bis zum nächsten Mal packen. Wunderbar. Deswegen jetzt 9 Wochen lang Pause gehabt. Ja Leute, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass mir nicht der Stift gehen wird. Also 9 Wochen Flugpause ist nicht ohne, also 2-3 Wochen habe ich schon hinter mir im Sommer mal, wenn das Wetter wirklich absolutes Shitwetter ist, dann ist es schon mal möglich, aber jetzt 9 Wochen ist natürlich schon eine harte Nuss. Mir geht ordentlich der Stift, ich bin schon ziemlich nervös, muss ich sagen, also ich freue mich mega, aber ich bin auch ein bisschen nervös. Wir werden uns heute gar nicht weit wegtrauen. Wetter ist nicht so der Kracher, es ist zwar, Sichten sind gut hier unten, alles prima, wir werden ein paar Platzrunden drehen, vielleicht gucken wir mal am Bodensee runter, mal schauen, was da so geht. Einfach mal ein bisschen wieder reinkommen, in den Flow kommen. Bisschen so eine Art Routine wieder aufbauen. 9 Wochen ist halt doch lang genug. Und ich würde sagen, wir schwingen uns ins Cockpit rein und dann geht's los. Ach so, genau. Bevor ich es vergesse, Motto für 2023, weniger ist mehr. Heute auch minimalistische Ausrüstung. Eine Kamera am Cockpit, eine Kamera am Wing. Und es muss erstmal reichen. So diese 5 Kameras überall, links, rechts, unten, oben, unten. Ah, ich weiß nicht, wo der Trend hingeht. Das ist, glaube ich, ein bisschen too much. Machen wir es ein bisschen weniger, oder? Da haben wir auch Freude dran. Und auch hinterher nicht mehr ganz so viel Arbeit beim Nachbearbeiten, weil das ist auch schon ziemlich ausgeufert, die Nachbearbeitungszeit von den Videos. Also ich würde sagen, schwingen wir uns rein, los geht's. Ja, schon komisch. Schon komisch, jetzt sitzen wir wieder hier in unserer C42. Und es fühlt sich eigentlich gar nicht so komisch an, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie es im Flug wird, aber jetzt hier am Boden befindet sich gleich komplett zurecht. Also ich gehe von aus, so ganz so viel verliert man da nicht in den 9 Wochen. Oh, sorry, First Flight, es geht los. Woohoo. Ja, da schau her, sie fliegt noch, sie fliegt noch. Ja, guck dir das an. Ein geiles Gefühl.
Ja, ich glaube, ich habe einen Plan für jetzt. Wir machen mal einen Anflug auf Mengen Betonpiste, aber wir werden nicht aufsetzen. Also wir werden mal nachfragen, ob wir einen Anflug machen dürfen ohne aufsetzen. Info, die Delta Mike Zulu Uniform Sierra, hallo. Delta Mike Zulu Uniform Sierra, hallo. Delta Mike Zulu Uniform Sierra, eine C42, eine Person. Wir werden aus Bad Weizen, wir werden 10 Minuten südlich vom Platz. Ist ein Anflug ohne Aufsetzen möglich? Kein gemeldeter Verkehr, die Piste 25, QNH 997. Dann nächste Meldung im Gegenanflug Piste 25, Anflug ohne Aufsetzen. Uniform Sierra, dreht Gegenanflug 25. Jo, herzlichen Glückwunsch, der Wind 31036 Knoten. Herzlichen Glückwunsch, dass ich Mängel gefunden habe aus Bad Waldsee, oder? Verstehe ich nicht. Was meint der damit? Von Sierra dreht quer zu 5. Und von Sierra ändert Flug zu 5. Klappe raus, 100 km/h. Und mal schauen, ob wir das jetzt hier das erste Mal hinkriegen. Das darf man bloß nicht aufsetzen, weil dann muss man nämlich Landegebühr bezahlen. Du geiziger Hund, du. Uniform Sierra verlässt den Platz Richtung Süd, zurück nach Bad Waldsee. Dankeschön, ciao. Jo, schönen Flug, tschö. So, da sind wir schon wieder am Flugplatz. Ein kurzer Hüpfer war das, aber cool. Also hat sich richtig gut angefühlt, der Anflug in Memmingen. Tippitoppi, als hätten wir nie was anderes gemacht. Und ob wir jetzt noch mal ein paar Touch and Goes machen, das wird sich jetzt herausstellen. Je nachdem, wie gut es mir dabei geht bei der Landung jetzt. Wenn ich das Gefühl habe, na, Einteilung, Einschätzung, Höhe, war nicht so der Burner, dann machen wir es noch ein paar Mal. Das schauen wir einfach mal. Aber noch kleiner Funfact, das war heute der erste Flug 2023, das wisst ihr ja bereits. Und es war der letzte Flug ohne meine Radschuhe. Ich sag euch, die C42, die sieht mega scharf aus mit Radschuhen. Ich habe da jetzt ganz lange dran rumgebastelt, weil die hat natürlich diese großen Reifen dran. Und da gibt es keine Radschuhe dafür. Das heißt, ich habe mir neue Radschuhe besorgt. Hab die in der Mitte durchgeschnitten, hab die dann laminiert und das breiter gemacht. Und die hole ich nachher gleich, wenn ich heimfahre, vom Lackierer ab. Und dann werden die draufgeschraubt. Ich hoffe, da wird dann die Sonja nicht eifersüchtig dabei, wenn ich heimlich mit meiner C42 kuschel. Schön, 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 schön. Vielleicht 5 Meter zu hoch, aber no problem. Wir haben 600 Meter vor uns. Gas ist komplett raus, ist quasi mehr oder weniger eine Ziellandübung. Dann fangen wir ab. Wir schweben, wir schweben, wir schweben. Ah ja, Wahnsinn! Ja, die Landung! Die Landung! Die hast du nicht gemerkt! Die hast du nicht gemerkt, die Landung! Ja, leco mio! Die hast du nicht gemerkt! Ja, wie Wahnsinn! Geil! Geil, geil, geil! Dann würde ich sagen, war ein kurzes, aber schönes Abenteuer für mich doch. Die kleinen Sachen, man muss sich auch an den kleinen Sachen im Leben erfreuen, ne? Wie das schon wieder klingt, ne? Mit dem Flieger irgendwo hinzufliegen, sind die kleinen Sachen im Leben. Aber ihr wisst, was ich meine. Also in dem Fall danke, dass ihr mit dabei wart. Vielleicht hat es euch trotzdem gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, Servus und ciao.